Sebastian, es ist sogar ein Schreiner. Ich kenne eine Geschichte. Jemand mit roten Schuhen und einen Hund. Da steht Jens. Und ich habe keine Ahnung, warum. Können wir den Teddy auch anklicken? Mr. Midnight, bist du da drin? Oh nein, ein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Okay, wie gehen wir weiter? Oh, ein Baum. Hallo, Baum. Hallo, Baum. Hallo, Baum. Baum? Hallo. Baum? Ich rede mit dir, Baum. Hallo, Baum, Baum. Okay. Können wir vielleicht auf diesen Baum drauf rummollen? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Na dann. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Wow, ein echt großes Insekt. Oh, wow, du bist wirklich eine große Ameise. Wer ist da? Oh, entschuldige, bist du real? Ark, du fragst mich immer das Gleiche, immer. Wie immer das Gleiche? Immer? Was meinst du damit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen, aber ich verrate es bitte niemandem. Ich verrate es nicht, keine Angst. Aber was tust du hier? Meine Katze ist irgendwo da draußen und ich muss sie finden. Eine Katze? Hm, lecker. Ja, eine schwarze Katze mit großen gelben Augen, Mr. Midnight. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Bitte sag mir zumindest, ob du ihn hier gesehen hast. Es ist so, dass die Katze gefressen wurde, gekaut und runtergeschluckt. Ja. Hör auf mit diesem Quatsch, ich muss ihn wirklich finden. Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ja. Ich fange ihn, ich gebe ihn meinem Käferschwein. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein arfes Käferschweinchen, mein Käferschweinischwein hat seit Tagen nichts gegessen. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aufhören. Vielleicht verstehst du nicht. Mr. Midnight ist alles, was ich habe. Bitte sag mir, dass du nur Spaß machst. Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Nein, du bist ein Mörder. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht klebt er noch im Käferschwein. Bäh. Soll ich etwas tun? Das Käferschwein zum Erbrechen bringen vielleicht? Töte das Käferschwein. Er ist mein einziger Freund. Aber ich brauche das Fleisch. Dein Käferschwein töten? Ich kann das ja... ja... Du es. Du kannst das Käferschwein töten. Und ich, Antonio der Größte, werde das Fleisch essen. Und wie? Wir töten ihn mit einem grünen Stift. Negativ. Es ist ja krank. Jetzt müssen wir das Vieh töten. Aber wir haben ja nichts, mit dem wir es umschlachten. Okay, was sagte ich eben? Wow, die schlimmste Axt. Ich werde eine Kriegerin und Retterin der Dinge sein. Hallo, kannst du die Dornen? Bist du als Metall? Was für ein Vogel bist du? Du siehst aus wie eine Eule. Bist du eine? Ja, eine goldene Eule, als kannst du die Dornen. Deine Federn sind wunderschön. Das klappt nicht. Ja, man könnte es ja mal probieren. Ich wollte sie gerade runterschießen mit der Axt. Warte mal, wir haben eine Axt. Wir können doch... Ob wir mit der Axt diesen Baum fällen können? Das kann ich nicht tun. Können wir dann vielleicht mit der Axt das Käferschwein umnutschen? Ups. Ey, du! Aufwachen! Das Schwein hält nicht still. Scheinbar hilft es nicht, zu schreien und ihn zu drücken.
Was ist hin? Na toll. Ach halt, da war's doch. Ja. Käferschweinchen, schau, was ich habe. Blödes Viech. Bleib hier. Können wir vielleicht jetzt? Ah, es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Warum nicht? Ich habe ja noch begonnen den Baum fällen, dann fällt das Ding auf den drauf, dann ist es viel platt. Das klappt nicht. Oh, du Schwein, hast du meine Katze gefressen? Da verhackt er dich in kleine Teile. Nam 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 nam. Ich habe gedacht, wir können den Baum irgendwie umstoßen oder irgendwas. Oder haben wir irgendwo was übersehen? Quietsch! Wir haben auch nichts mehr, was wir mit dem ablenken können. Oder wenn wir jetzt... Was für ein Vogel bist du? Nee, hier ist nichts mehr, ne? Hier ist bloß dieses blöde Schwein, dieses blöde Schweinchen-Schwein. Also rennt bis zu dem Baum. Also irgendwas hat es mit dem Baum zu tun. Irgendwas. 100% dicke. Aber wir haben bestimmt irgendwas übersehen. Denke ich mal. Irgendwas haben wir hier übersehen. Wenn wir so grün anmalen, sieht das vielleicht für das Schweinchen dann... gut. Gedacht, wenn wir es grün anmalen, sieht vielleicht für das Schwein aus wie Gras. Der will das fressen und dann haben wir den einfach... Jetzt hack doch mal den Baum um. Das versuche ich sicher nicht. Du bist eine alte blöde Sumpfkuh. Können wir vielleicht jetzt die Axt damit benutzen? Ich probiere jetzt alles mal mit der Axt aus hier. Wieso kannst du das nicht tun? Wir müssen irgendwie dieses Schwein zum Stehen kriegen. Mit Klavier. Was, Axt mit Fremden? Nein! Ja, wow, was für ein Klavier. Wir klappern jetzt nochmal alles nacheinander ab hier. Das muss doch irgendwie... Ja, das haben wir, das wissen wir schon. Ja, das wissen wir auch schon. Das wissen wir auch schon. Das ist ein lustiges eingefallen. Ein Onkel hat mal versucht, darauf zu blasen. Hihihihi. Und dann... Nee. Er pupste die ganze Zeit, weil es so schwer war, da rein zu blasen. Haha, mir geht gerade etwas Lustiges. Ja, mir auch. Vielleicht ist es nur ein Name, wie meiner oder Mr. Midnight. Vielleicht ein Musiker, der die Musik nicht mehr mochte. Ein hübsches Pferd, dem König würde es gefallen. Aber ich gehe nicht zurück, es muss alleine fliehen. Ich frage mich, ob sie nach mir suchen. Ja, ist auch nichts mehr. Es muss irgendwas doch hier mit dem Baum zu tun haben. Das gibt's doch nicht. Und dir nochmal der Hagel in den Kopf rammen? Das kann ich nicht tun. Klappt nicht. War gleich blöde hier. Alter, das Spiel ist ja wirklich nicht ohne. Kann man echt nicht schmeckern. Benutzen mit Eule. Ja, nichts habe ich mir dabei gedacht.
ist auch nichts mehr, oder? Nee. Aber wenn wir die Geister... Hallo, Moment, wenn wir in die Geisterwelt gehen. Ja, in die Geisterwelt. Ein Brunnen. Ich könnte versuchen, ihn zu öffnen und reinzusehen. Eingang hier. Ich möchte mich doch mal hier umschauen, jetzt in der Geister... In der Geisterwelt. Neues verflucht, der Fluch der Neugier. Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man sonst etwas lernen? Aber was seid ihr? Ihr seid irgendwie selbst neugierig. Was ist die richtige Frage, aber warum wäre angebrachter? Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Ich will nur den Schlüssel. Oh, aber das ist nicht unser Schlüssel. Und deiner auch nicht. Bitte gib ihn mir einfach. Ich will wissen, welche Tür er öffnet. Ist uns völlig egal. Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Ihr seid sehr ehrlich, ich mag das. Ich bin ein Mensch, Frame. Schön, euch kennenzulernen. Interessant, erzähl uns mehr. Ich habe mich verlaufen oder ich hatte eine Katze? Ich habe eine Katze. Naja, ich hatte erst weg. Ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, wirklich. Gebt ihr mir jetzt den Schlüssel, bitte? Sieh, Mensch, Frame. Wir kamen aus dem Süden. Wir flogen wie immer. Und keiner von uns interessiert sich für den Schlüssel. Und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseres langen Haares kommen wir nicht frei. Ihr seid also auch neugierig. Kann ich euch helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen. Aber dafür haben wir etwas. Einen wunderschönen Kamm, um unsere Haare zu kämmen, wenn wir festhängen. Gib mir den Kamm und ich bringe das in Ordnung. Da gibt es ein Problem. Ein dreckiger Dieb stahl den Kamm. Jetzt hängen wir für immer fest. Wenn du den Dieb und den Kamm findest, bekommst du den Schlüssel abgemacht. Ja, aber wie sieht er aus? Es ist eine Ratte, eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu werden. Wir könnten nicht viel tun. Also rannte er mit dem Kamm fort. Bitte finde ihn und befreie uns von der Neugier. Ich hoffe, es ist nicht zu tief im Wald. Ich werde ihn finden. Wir werden hier sein und warten. Ja, wo holt er denn auch hin? Okay. Er könnte ja auch nirgends anders hin. Aber wenn er einfach beirrt und es klauen, können wir uns doch eh nicht... Okay. Oh nein, ein Arm fehlt. Das Klavier klingt alt. Naja, das hat man ja schon alles. Oder ich muss dann doch den Baum in der Nomollenwelt fällen. Damit die dann freikommen. Oh. Dann gehen wir mal hier lang. Eine Ratte. Eine rattische Ratte. Ja, das hat man schon. Hä? Könnt ihr vielleicht... Na, na, ich hatte gerade Bundeckel. Bundeckel. Ja. Ah. Ein Federviech. Oh, eine Feder, kitzel, kitzel, die behalte ich. Ich mag sie. Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. All meine Kräfte haben sich vereint, etwas Unnötiges zu tun. Ah ja, ist gar kein Brunnen in der Mullenwelt. Gehen wir mal zurück. Eingang hier, aber wie? Benutzen mit Schild? Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Könnt ihr das vielleicht fällen? Das kann ich nicht tun.
Die Atmosphäre von dem Spiel ist schon richtig, richtig gut. Zumindest wenn man selber spielt. Mit Kopfhörern. Mitten auf dem Kopf. Wow, das sind sehr seltsame Blätter. Die Feder der Eule, kitzel, kitzel. Ja, ja. Ach nein, ah, Moment, 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 Moment. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.